Jo, ich habe beim letzten Let's Play, was heißt Let's Play? Ihr wisst, was ich meine. Habe ich die letzte Episode vergessen, Episode 4. Dementsprechend mache ich das jetzt. Und ja, ich habe das letztes Mal vergessen. Das tut mir unendlich leid. Ich wurde zum Glück darauf aufmerksam gemacht. Dementsprechend kommt jetzt hier die letzte Episode. Aber ich denke mal, es wird nur ein Part werden. Wobei ich weiß, dass der letzte Part ziemlich lang ist. Ich muss gucken, wie ich es mache. Wir werden es sehen. So, wir starten. Willst du wirklich ein neues Spiel beginnen? Jo, willig. Habe ich vorher gehabt. So, machen wir mal unseren Rockstar Energy Drink auf. War ein bisschen laut, wa? So. Jurassic Park, The Game, die Überlebenden. Das ist die letzte Episode. Ist aber ziemlich geil, die Episode. Die hat mir am meisten Spaß gemacht, obwohl die ziemlich schwer war auch. Billy, lassen Sie sie los! Nein, lassen Sie mich Gehen Sie los. Mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Warten Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, mach doch Sie, was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Stech sie ab, die Alte! Tro. Sie heißen Trodon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was, Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Billy, warten Sie! Das musst du jetzt mal raus. Genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Jo. Hilfe! Die Viecher. Diese Viecher stehen zwischen uns und dem Überleben. Und sie wollen die einzige Person töten, die etwas über sie weiß. Jerry weiß so ein bisschen was. Wir brauchen sie nicht mehr. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ach, Schnauze. Hüt. Inwiefern hat sie gelogen? Weil sie uns keine Informationen gab, ohne genaue Fakten zu kennen? Sie hätte ja spekulieren können. Nein. Spekulation hätte uns nur noch mehr in Gefahr gebracht. Ich bin der Fall. Jo. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen. Und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Du brauchst einen an der Waffe. Ja, mal. Wieder Gary. Das ist nicht der Punkt, Billy. Sie ist nicht verantwortlich. Hammond und Ingen sind es. Und dafür müssen wir jetzt alle büßen. Aber, Billy, lassen Sie sie los. Wir brauchen jeden, der irgendwie helfen kann. Alles, was Sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie da, spucken Sie es aus. Nein, es war nicht... Sagen Sie es! Ja, da einer, der waffelt, der Alte. Der spinnt ja. Es war meine Schuld. Nein! Na, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Und Tiere. Wir sind im Hintergrund. Ja, das sage ich gleich. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die Kämpfe. Wenn ihr im Hintergrund den Spielsound auch noch hört, wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches dann vielleicht macht euch nichts draus. Wird Raum aber wahrscheinlich ganz leise sein im Hintergrund. Wollte ich nur anmerken. Ich kann es leider nicht anders machen. Jetzt muss ich mir das nochmal überlegen, wie das in der Steuerung war. Im Prinzip war es ja nur. Könnte sicher sein.
Quick-Time-Events. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen. Und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Nein. Wirklich? Oh, was aber auch. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten... Sie hat recht. Billy? Der hat auch so eine Haben Flasche. Haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Zugehört. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Gut. Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, ja. Wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psst. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür! Oh nein! Dad! Sie kommen durch die Lüftung! Nein! Genau das hatte ich an dem Spiel. Das ist scheiße. Was die Reaktion da angeht, die ist einfach Mist. Blödes Vieh. Sie kommen an der Tür vorbei. So, auch geschafft. Ja, das sind diese Drecksviecher. Öffnen Sie das Gitter! Ich bin dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Dann kriegen Sie dieses irgendwas! Wo ist die Gasflasche? Nein, das würde niemals funktionieren. Ich weiß, ich weiß! Als Maul, Mann! Wo ist denn diese... Das war doch... Nein, das nicht! War das nicht die blöde Gaspuddel? Da. Boah, das ist vielleicht ein Scheiß. Alter, das sind drei Tasten dann nacheinander drücken. Ich bin hier ein bisschen beschäftigt. Die Leuchtpacken! Was ist mit denen? Geben Sie mir eine!
Ich hab doch... Oh, Schloss ist ab. Geschafft. Los geht's. Ein blödes Mistvieh. Schlampe. So, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Rennen, lauf, Forrest, lauf! Ja, nicht stehen bleiben, laufen! Wo entlang, Laura? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Die Entsalzungsanlage. Da ist die Meeresausstellung. Da. Folgt der roten Leitung. Falsche Richtung. Die Mitarbeitersiedlung ist im Inland. Na los, entscheiden Sie sich. Gut. In Bewegung bleiben. Nicht umdrehen. Das hält uns nur auf. Oh, ein Drecksvieh. Nu? Ich geh mal da lang. Die Leitungen sind weg. Nicht anhalten! Moment, das sind Wasserrohre. Los, geht da! Oh, cool, McDonald's. Oder Mac Jurassic Park. Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh, Burger King-mäßig. Nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Jurassic King nennt sich das dann. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind am der Rotz. Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus. So. Warte mal. So. Hier nix. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Ja, hätte ich die Fackel aufgehoben, würde ich jetzt was sehen.
sind zwei elektrische Saltkästen oder sowas. Sehe nix. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Das sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Gut. Wollen wir mal gucken. Der biegt rechts ab. Die biegen alle rechts ab. Eine Leiter. Da geht's nach rechts. Das ist der. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? So. Ich glaube, das haben wir. Glaube ich jedenfalls, dass das jetzt richtig war. Ich kann nicht sehen, es ist zu dunkel. Versuchen Sie, Ihre Nachtsicht zu bewahren. Blicken Sie auf einen Punkt des Ganges, bis sich Ihre Augen anpassen. Versuchen Sie, langsam einen Überblick zu gewinnen. Hat er nicht ohne Fackel gehabt? An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Aha. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. So, der Tombo hoch. So, den Arsch noch. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Überall sind Wasserspeicher. Warte mal, der hat doch die Fackel. Ah, das sehen wir doch schon mehr. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Sackgasse, gut. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Fick. Die linke Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr, das dann im Boden verschwindet. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Ist nirgendwo eine Sackgasse. Doch. Warte mal, da. Die haben alle eine Sackgasse irgendwie. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Ja, mal gucken. Bin mir da noch nicht so sicher. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Saltkästen oder sowas. Da war das mit den Schaltkästen. Ich sag jetzt einfach mal, dass der das ist. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Hallo. Ganz sicher. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Ich bin gut. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Oh. Was ist los? Wir hatten ja noch so ein Ding. Wow! What the fuck? Oh mein Gott!
Genau das meine ich. Ich hasse es. Jess, pass auf! Jess! Oh, rennen! Roll nicht rum, rennen! Eins drücken sollen. Mist. Pass. Kacke da. So. Auch geschafft. Ja, das Spiel ist ja nicht verkehrt. Ich sage nicht, dass es scheiße ist, aber die hätten das ein bisschen optimieren sollen. Das mit den Laden. Naja, das ist teilweise schon ein bisschen kacke. Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse Sie nicht diesen Tieren. Jerry, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yoder ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller sein. Können sie uns hinbringen? Sie müsste im Norden sein, nahe der Flussmündung. Großer Fluss? Viele Wasserfälle? Ja, der große Fluss. Na gut, das ist ja schon mal was. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Por el amor de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Ingen hat so viel verändert. Erzählen Sie mir etwas über Ingen und die Insel. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Ich bin hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Verstehe. Sie und Ihre Familie haben auf dieser Insel gelebt? Meine Familie. Alle. Mein ganzes Volk. Für tausende von Jahren war dies unsere Heimat. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster. Etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Was bedeutet ihr Name? Er bedeutet kleiner Fisch. Kleiner Fisch. Die so viele Farben haben. Naja, auch ein großer Fisch. Ich wusste gar nicht, dass diese Insel mal bewohnt war. Ingen hat ihr Volk umgesiedelt? Uns wurden Unterkunft und Medizin versprochen. Und Bildung. Sie haben ihr Versprechen nicht gehalten. In gewisser Hinsicht wohl schon. Aber die Unterkünfte waren in Slums. Die Medizin war abgelaufen oder verunreinigt. Wir hatten Schulen, aber keine Lehrer. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie. Sie ist ein Teil von mir. Aber... als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit
Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknüpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Ja, das ist wie wenn man jemanden aus seiner Stadt vertreiben würde. Nicht so simpel erschien. So wäre das. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Keine Kosten gescheut. Dr. Hammond, der Mann, der das alles geschaffen hat, ihm gehört Ingen. Er sagt immer, er würde Unsummen dafür ausgeben, damit dieser Park ein Erfolg wird. Also hat er alles für die Saurier ausgegeben. Nicht für mein Volk. Er scheint ein mutiger Mann gewesen zu sein. Standen Sie sich nah? Damals auf der Insel, ja. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Mein Vater war ein Ava, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war es sehr wichtig. Ja, ist alles sehr emotional jetzt im Moment. Finde ich aber nicht schlecht. Haben sie gut eingebaut, muss ich sagen. Was ist Sibo? Der Berg da. Er ist wie ein Haus, hat mein Vater gesagt. Mein Volk glaubte, dass die Tiere der Welt ihn errichtet haben. Der Mond, der ist ja ganz schön tief, muss ich sagen. Ja, das ist ein kleiner Bug, dass das teilweise ein bisschen leise ist. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört. Das liegt aber am Spiel. Er hat gesagt, dass ich wieder Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig. Sie erinnern mich an Jess. So war es bei uns auch, zumindest vor der Scheidung. Ich nahm sie ins Museum oder in den Zoo mit. Und sie ist immer auf alles draufgeklettert. Sie kletterte so gerne. Sie konnte gar nicht anders. Auf Sachen rauf, in Sachen rein. Einmal ist sie in ein Tigergehege geklettert, mit einem echten Tiger drin. Aber jetzt nicht mehr? Nein, seit der Scheidung ist alles anders geworden. Er hat mich immer an meine Sturheit erinnert. Dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita. Sie bald nicht mehr besitzen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, smuggeln Drogen oder schlimmer. Manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Savannah. Jetzt bin ich der Angler. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Sie haben Ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es ist ein Sönnername. Ich habe sie nach der Stadt benannt. Da gehen wir hin, wenn der Job erledigt ist. Ein neues Leben anfangen. Das ist ein guter Name und eine gute Stadt. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Jess hat mein Leben auch verändert. Sie war meine zweite Frau, zweite Tochter. Ich scheine ein genetischer Informationsträger für Rebellion zu sein, weil beide meine Töchter das geerbt haben. Ich arbeite echt hart. Ich arbeite echt hart, um Jess zu beschützen und Ärger von ihr fernzuhalten. Sie sieht das aber anders. Was ist mit Ihnen? Ist aus Ihnen was geworden, weil Ihre Eltern Ärger von Ihnen ferngehalten haben? Ich? Ich war selbst ein kleiner Teufelsbraten. Unkontrollierbar. Das liegt bei mir in den Genen. Mhm. Oh, naja, das ist was anderes trotzdem. Was Jess in ihrem Leben bisher gefehlt hat, ist eine Vaterfigur, die auch präsent ist. Naja, Sie sind zu einer sehr fähigen Frau herangewachsen. Ihr Vater muss sehr stolz auf Sie sein. Danke, Jerry. Das hätte mir aber früher klar werden sollen. Ich verstehe. Nima, schauen Sie. Was denn? Es tut mir leid, was Ingen aus ihrer Insel gemacht hat. Das alles hätte ganz anders ablaufen müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Jerry. Sie sind ein guter Mann. Das sehe ich. Aber mein Gehalt wird von Ingen bezahlt. Ich schulde Ihnen was. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind?
Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, durstig auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stellorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den vierten von 7 Aussichtspunkten der Tour. Mann, die Karre sieht aus. Ihr Jurassic Park Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Die Karre sieht aus. Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Die Karre sieht aus, du. Nee. Das Ding überhaupt noch fährt? Wie haben die das jetzt geschafft? Werdet ihr dann sehen. Sieh sich einer das an. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern sie damit? Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexperte? Ich kann höchstens raten. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Ich habe was gehört. Alles okay. Dad! Servus. Gott sei Dank. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Ingen nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Nein. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio. Was meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher. Das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Verpiss sie einfach. Warten Sie, blöde Schlampe. Wo geht sie hin? Keine Ahnung. So gewusst. Diese Rotunde. Sind diese blöden Doktoren. Professoren. Die sind alle hinterhältig. Alles hinterfotzige Schlampen, Nutten, Huren. Hast du nicht gesehen? Alle hinterfotzig. Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Ah, Paläozoikum.
Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Was ist das? Nochmal angucken. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Krokomuräne. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ja, ich geh mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von... Oh gut, eine Anleitung. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Ich hab nichts verstanden. Ich hab keine Ahnung, ich nehme mal den da. Silur. Könnte genauso passen wie alle anderen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, richtig. Devon. Nee. Devonshire benannt. Vielleicht. Nee, der war's nicht. Der war das nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ey, welcher war denn das? Ey, das ist doch verfickte Hühnerkacke. War es nicht Permien? Perm? Klingt richtig. Gut, wenn ihr das sagt. Okay, mein bester Tipp. So. Wie war das jetzt mit dem Fahrstuhl? Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Ich hab's sowieso nicht kapiert, davon mal abgesehen. Ach, falsch. Halten wir es einfach. Oh, Mann, bin ich gut. Ja, wieder ein Standbild. Halt. Ja. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen?
Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nix. Nichts, alles okay. Was, Paletti? Ja, die guckt schon wieder so nach dem Motto, das muss ich haben. Schluss damit, wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Schwindel? Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Na, diese riesen Koppel an, Alter. Ja. So viel dazu. Mein Gott. Sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool. Yeah, das ist cool. Vorsicht, ich gehe vor. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden oder besser mit Peter Lando? Ist eine Vorstellung. Bitte beeilen Sie sich. Haben wir ja noch Zeit. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Von innen verschlossen. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Das Sie was? Hören mir nicht zu. Oh, ist jemand da? Schöne Aussicht. Blöde Schlampe. Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Was? Oh. Na hier. Gut gesehen, Schatz. Yeah. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Warum? Was? Die macht einfach die Türen zu. Die restlichen Überlebenden sind meine Geisel. Bist du willst Geisel nehmen? Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Haben Sie kein Recht. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Genau. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ach, du bist blöd. Was denn an der Waffe? Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben Sie kein Recht darauf zu überleben?
Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Genau. Lily, wird Ingen die Bombardierung abblasen? Wohl kaum. Nicht Ingen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Und die Kontingenz wird mit einer Biogefährdungsgeschichte verschleiert. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Oh oh. Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Bitte sagen Sie uns, was Sie hören. Tja, Sie haben mich Terroristin genannt. So fängt es für gewöhnlich an. Wie hätten Sie sonst darauf reagieren sollen, wenn wir Ihre Geiseln sind? Noch ist es nicht zu spät, Laura. Tun Sie das Richtige. Ich weiß, dass Sie das nicht verstehen, Jerry. Aber glauben Sie mir, ich... War ein bisschen abgeschnitten, der Kopf, ne? Gerade. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen... Allerdings. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich 48 gesagt, Minuten? Was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Heieiei. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und ich bleib bei einem Part. Ich mach da nichts weit raus. Das ist sonst Laura? Blöd, finde ich. Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Es wird aber unten drunter eine Timeline sein. Also von daher, macht euch keine Sorgen. In der Beschreibung ist eine Timeline. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Die hat sie doch nicht mehr alle. Tür auf. Plan B. Plan B. Zack. Her die Axt. Sieht ein bisschen komisch aus, pass auf. Wenn ich einzeln drück. Ja, schon ein bisschen komisch aus. Edikt Teil 1. Abgeschlossen. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen Ingen zeigen, dass... Vorsicht! Ah! Ja, das war's wohl. Das war's für sie. Das hat sie, glaube ich, jetzt erledigt. Ja. So viel zu deinen blöden Viechern. Ja. Verdammt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren.
Hier spricht William Yoda. Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte. Große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet. Zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschalten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Enter. Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Jetzt macht der einen auf. Leckt mich doch alle am Arsch, ne? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Nein. Was soll nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal, schon vergessen? Unser Deal war nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Jordan hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Ja, ein Standbild. Nein, das können Sie nicht tun! No! Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Schnell weg! Mann, verdammt! Ja, schon scheiße, wa? Komm, steh auf! Warum geht jetzt alles kaputt? Ich verstehe das nicht. Autsch! Jetzt ersaufen erstmal alle. Ja, ich hasse diese Szene, die hasse ich. Da kommt aber noch eine beschissenere. Ach, schon wieder! L1 und hoch. Ja, gut. Nächstes Mal. Erdbeben. Sie hat doch überlebt, reicht doch. Ah, ich hasse das. Das ist einfach nur eine Kackszene. Ich hab doch nach oben ge... Ja, es ist... Oh, reicht mir ja schon wieder auf, weißt du? Guckst du? Vor allem, wie die Tür zumacht, kurbelt. Das ist auch faszinierend. So, L1 und hoch. So, jetzt Schlampe.
1 und hoch. Mit 1 und hoch. Scheiß. Wie gesagt, das ist eine Scheißszene. Total. Ethik-Chat 2 abgeschlossen. Ja, warum? Warum geht das Fenstergang kaputt, nur weil der mit dem Fahrstuhl hochfährt? Habe ich irgendwie nicht kapiert. Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Jodan hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeihe ich dir noch. Jerry, Sensi! Na toll, einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Ja. Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur, da unten sind Tauchausrüstungen. Nein. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Dinosaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Ja, tauchen. Gluck, gluck, weißt du? Gluck, gluck, gluck. Machen. Bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Namens neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Nicht lange. Ich will's nicht rausfinden, Dad. Ich will's auch nicht rausfinden. Brauchen wir Tauchanzüge? Das Wasser sollte warm sein. So tief? Und zu dieser Tageszeit? Wir würden uns total unterkühlen. Keine Sorge, Dad. In Neopren sieht jeder gut aus. Ich hatte keine Angst, mich zu genieren. So. Ich bin sofort wieder da. Fütterungsprogramm. Brutstätte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Macht einfach alle. Ich wollte einfach alle anmachen. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Ich würde alle machen, da hat er erstmal zu tun. Und weg ist er. Hier sieht aber sexy aus. Ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst das. Nein, schon. Was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das. Ja, dann geht's halt schief. Dann stirbst du halt, hast du Pech gehabt. Du hattest völlig recht. Ich vertraue dir viel zu wenig und gebe dir keine Chance, mir was Positives zu beweisen. Doch hier und jetzt hast du mehr als genug getan, um dir dieses Vertrauen zu verdienen. Ich weiß, du bist zu großem fähig. Ich vertraue dir, Jess. Ich weiß, du kannst das. Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut, ich verspreche dir das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst.
Ich auch. Aber mit deiner Hilfe schaffen wir das schon. Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, wie funktionieren diese Dinger? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Nein. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Und wieder ein Standbild. Hä? Ich hab doch gedrückt. Die Flasche ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es circa 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Unauffällig schwimmen? Keine Verrenkungen. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier? Die wahrscheinlich auch. Dreh dich um. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, erinnert es ein bisschen an Findet Nemo, ne? Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ach ja. Ich bin über eine Stunde. Ja gut, ich bin ja so ziemlich am Ende schon. Wow! Verpasst. Huch. Nein! Ich häng fest! Schlampe hängt fest! Mit den dicken Titten! Durch. Ja, Matrix. Erstmal in Sicherheit. Aber ich glaube nicht lange. Speichert. Gut. Wow. Also der Kack. Da habe ich auch beim ersten Mal abgerotzt. Das ist einfach Kacke. Gibt's manchmal echt so Szenen, die sind echt Mist. Er kommt. Also L1, ne? Und noch irgendwas. Ich weiß nicht. Ich glaube hoch oder so.
Ein Baum will ja uns kleines Futter eigentlich haben. Zack. Ein dritten Mal geschafft. Das ist ein riesen Vieh, Alter. Ja. Wo ist das Rohr? Mann, ey. Ein Scheiß. Hat ein Vieh, ey. Das ist echt ein Vieh, ey. Ohne Mist, ey. Das hängt doch fest. Ich hab doch gedrückt! Oh, ich muss echt erst Viereck, glaube ich. Zack. Du, gut, dass wir das Schießding mitgenommen haben. Das Torpedo-Ding da, oder wie das heißt. Keine Ahnung. Harpune, genau, so heißt das Ding. Mini-Harpune sozusagen. Ich glaube, das heißt sogar Mini-Harpune. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein Tunnel. Wir kommen nach draußen. Endlich. Lang ersehnt. Ah, schnell umgezogen. Oder ausgezogen. Ein Leuchtturm. Ja, das muss ein Leuchtturm. Der leuchtet. Blau? Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Ein Boot. Es scheint niemand an Bord zu sein. Vielleicht hat der Saurier alle gefressen. Vielleicht hat Billy alle gefressen. Autsch. Gab's einen auf Ömmel. Das Glück ist mit den Tapferen. Hey, Dad! Und ich dachte, ich sei auf alles vorbereitet. Hab aber oh, jetzt kommt wieder so eine Kackszene. Und ich war mir sicher, dass ich mein Ticket von dieser jetzt Insel wird's auf den noch schwieriger. Hatte. Aber siehe da. Ihr schlüpfrigen Scheißkerle habt. Du bist ein blöder Arsch. Alter, nicht mehr. Seid ihr da unten rausgeschwommen? Sie Mistkerle. So. Was würden dazu die Bosse denken, wenn sie erfahren, dass sie uns ermorden wollten? Aber davon werden sie nichts erfahren. So oder so werdet ihr ihnen davon nichts erzählen. Ich weiß einfach nicht, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, Nima. Du warst die Letzte, von der ich dachte, ich könnte ihr noch vertrauen. Du hast es ja zunächst nicht eingesehen, aber wir hatten dann doch einen für beide Seiten vorteilhaften Deal. Ja. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr den. Alles, was mir bleibt, ist dieser verdammte Behälter. Her damit, Freunde. Bums. Netter Versuch. Hat fast wehgetan. Suchen Sie das hier? So muss das nicht laufen. Wir werden uns küssen und versöhnen und dann den Gewinn teilen. Der Rucksack ist zu, aber so sie macht das Ding da rein. Ist ja auch nicht schlecht. Ich bereue, dass ich sie nicht sofort durchsaut habe. Ich habe uns allen eine Menge und die Ärger Scheiße da. Ihnen sofort in den Arsch getreten. Also große Titten hat die ja gar nicht. Mach's mir nicht so leicht. Komm schon, Nima. Du bist doch ein Söldner, genau wie ich.
Du musst auch deine Rechnung bezahlen. Sind die beiden das wirklich wert? Es geht nicht mehr ums Geld. Ich werde nicht zulassen, dass sie diese Leute verlassen. Genug geredet. Kommen Sie nur her. Mann. Nee. Ja, ein Standbild. Ich seh nix. Warum leckt denn das jetzt? Toll. Nein! Ja, das hängt voll. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist vielleicht ein Rotz. Ja. Komm. Au! Voll auf Ömmel! Na also, ist das das kleine Ding, um das wir kämpfen? Hm? Wie war das? Ich kann nur nicht das schaffen. Warum plötzlich so großzügig? Egal. Willst du die Heldin spielen? Jess. Du willst unseren Deal brechen. Spürst du das? Oh mein Gott! Schluss damit! Du suchst dir neue Freunde! Yoda! Und lieber, ich mag es. Wie kann man so bescheuert sein? Guck mal hinter dich. Kuckuck. Oh, tschüss. Guten Hunger. Teilweise auch am Spiel liegen. Ja, wir retten sie, weil wenn ich die Dose nehme, dann stirbt sie nämlich. Und das hat dann ein Kackende. Ich kenn's ja schon, deshalb. Autsch! Gab einen auf Ömmel! Blatt gematscht! Ja, zum Glück sind hier die Save Points gut gelegt. Außer ziemlich am Ende. Autsch! Tut ihm doch auch weh! Hui! Hui!
Hui! Ui. Ich hab doch gedrückt, ey. Das ist ja echt eine Kacke, ey. Deshalb, weil das immer wieder leckt, das Game. Das ist nicht nur, wenn ich hier am PC zocke, das ist auch so. Es hat eine geile Story, klar, gar keine Frage, aber es ist halt wirklich scheiße programmiert. Das sage ich echt, wie es ist. Ich finde es mit einer der letzten Spiele. Das habe ich nicht aufgepasst. Ihr seid schuld. So, jetzt kommt er da um die Ecke. Na, wo ist er? Das stimmt hier. Und jetzt kommt er da. Umdrehen und dann kommt er da um die Ecke. So. So. Schon wieder. So ein Leckmist, Alter. Das gibt's ja nicht. Das ist ja übelster Mist. Ich seh nix. Das leckt. Da habt ihr gehört. Wie in deinem Band wurde aktualisiert. Ha. Zack. Und noch einmal. Autsch. Ja, hier sind die Safe Points halt wirklich geil gelegen. Er macht echt hier einen auf Rambo. Echt so, stirb langsam, ey. Warum will der uns kleines Futter eigentlich haben? Oh oh. Hier nix. Boah, das leckt ja. Leckt mich doch. Das ist jetzt nämlich richtig geil, wie der da jetzt aufs Boot hüpft. Und hopp! Wir haben es geschafft. Abgeschlossen. Ich sehe, jetzt lebt sie. Wenn ich die Dose genommen hätte, wäre sie gestorben. Wäre sie tot, dann wäre sie jetzt nicht auf dem Boot. Glauben Sie mir, die Welt ist ohne diese Dose. Dann kommt jetzt nämlich was richtig Leute? Geiles. Nicht ich, Jerry. Nicht meine Tochter. Leute? Niemand. Ich habe etwas versprochen. Ich werde Leute! Kommen Sie mit uns nach Dallas. Wir werden einen Weg finden, Sie und Marikita nach Savannah zu bringen. Leute! Wie viel sagten Sie, sind diese Embryos wert? Hoho. Das hätte sie nämlich nicht, das wäre nicht auf dem Schiff, auf dem Boot gewesen, wenn sie gestorben wäre, sprich die Embryos genommen hätte.
Ja, jetzt sind wir durch. Spielende. Ja, das war der letzte Part. Somit sind wir mit dem Spiel durch. Und ja. Ich hätte dann noch, was habe ich noch? Zurück in die Zukunft habe ich noch, auch von Telltale Games. Und ja, noch ein paar andere. Meine Spielliste, die ist hier unten in der Beschreibung. Da könnt ihr mal gucken, was ich denn mal zocken soll. Ja, so alles bis auf God of War. Also keine Hack'n'Slays. Hack'n'Slays sind nicht mein Fall. Also, ne? Aber dieses Jurassic Park, das hat echt Bock gemacht, muss ich schon sagen. Also, das hat mir richtig Spaß gemacht, das Game. Und ich muss jetzt halt den letzten Part nachholen, weil ich es damals vergessen hatte. Tut mir leid nochmal an der Stelle. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man so zocken könnte, also alles, was es für die Playse gibt, kann von mir aus auch aus dem Store sein. Ich habe ja viel aus dem Store. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend und wir sehen, hören oder schreiben uns beim nächsten Video oder sonst wo. Ciao, ciao.